Servus Leute, ich hoffe, dass es euch soweit gut geht. Heute in diesem Video möchte ich mit euch über etwas reden, das mir sehr stark auffällt, nachdem ich jetzt 15 Tage alleine auf Island unterwegs war. Zudem habt ihr noch die Chance auf eine sehr große Verlosung. Deswegen dranbleiben und auf geht's. Die letzten Touren waren schon wirklich knackig. Ich bin durch Island gefahren, durch die Sahara und habe auch noch ein paar Long-Distance-Fahrten gemacht. Eine davon war zum Beispiel die Tour Köln-Paris. Aktuell sitze ich auch tatsächlich schon an den nächsten Ideen. Da kommt sowas auf wie Alpencross, Dolomitencross, Köln, London in 24 Stunden und noch ganz, 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 ganz viele andere Sachen. Aber gerade ist für mich einfach mal der Moment, innezuhalten, durchzuschnaufen und halt mir auch einfach die ganz große Frage zu stellen, macht mir das alles wirklich überhaupt Spaß oder stresse ich mich auch einfach viel zu sehr bei manchen Sachen? Das ist gut, das ist gesund und das sollte man meiner Meinung nach hin und wieder machen. Und sich die Frage zu stellen, ob das einem wirklich Spaß macht, die ist sowieso wichtig. Denn ich bin zu 100% fest davon überzeugt, dass wenn man etwas macht und daran wirklich Freude, wirklich Spaß hat, dann macht man es A, richtig, richtig gut, dann macht man es richtig, richtig lang und in Summe ist man einfach viel, viel glücklicher. Was ich jetzt für mich so die letzten Tage einfach festgestellt habe, ist aber auch ganz klar, dass ich auf diesen Touren sehr viel glücklicher bin, als wenn ich lange Zeitperioden zu Hause im Alltag bin. Das Leben ist so viel einfacher auf diesen Touren. Ich glaube, das gefällt mir gerade auch so gut. Ich werde halt morgens wach, baue mein Zelt ab, dann fahre ich tagsüber Fahrrad, esse hier und da was, rede mit fremden Leuten, komme abends irgendwo an, schlag mein Zelt auf, schlafe drin. Das Leben ist einfach, es ist simpel und tagsüber, wenn man auf dem Fahrrad sitzt, macht man halt seine Meter, konzentriert sich auf das, was um einen herum passiert. Man ist im Moment und hat keine Zeit wie auch keine Lust für Ablenkung. Und ich bin jetzt seit circa 3 Wochen zurück im Alltag. Und es gibt so unglaublich viele Ablenkungen. Und eine Ablenkung, die nervt ja richtig hart. Und das merke ich gerade mehr und mehr. Und es wird zu einer unglaublich hohen Belastung, diese Ablenkung. Und das ist tatsächlich mein Handy, mein Smartphone. Ich persönlich habe das Gefühl, dass wir mittlerweile viel zu stark in eine Welt abgedriftet sind, die viel zu viel vor Bildschirm stattfindet und viel zu wenig in der realen Welt. Und davon kann ich mich auch auf keinen Fall freimachen. Wie schnell ich mir auch mein Handy nehme und dann will ich mir 1, 2 Sachen angucken, lande irgendwo wieder in einem Shorts-Feed, zipp da rum. Und dann sind zack 20 Minuten weg und nach diesen 20 Minuten denke ich mir, boah, was hast du dir eigentlich gerade für eine Kacke angeguckt? Und in Summe bin ich dann auch noch unglücklich. Dieser digitale Dschungel, in dem ich mich dann verliere, der gibt mir schnell ein Gefühl der Erschöpfung. Der Müll im Internet, die endlosen Diskussionen, dann teilweise die üblen Beschimpfungen, kurz gesagt dieser ganze Schwachsinn, der zieht mich so extrem runter und lässt mich dann tatsächlich oftmals vergessen, was eigentlich wirklich wichtig ist im Leben. Und das ist meiner Meinung nach das Leben in der realen Welt. Freunde, Familie, die eigene Gesundheit. Das sind ja Sachen, um die man sich eigentlich kümmern sollte. Ich habe es schon mal gesagt, neben dem ganzen Sport bin ich auch ein absoluter Filmeliebhaber. Die Welten, die manche kreiert haben, die Geschichten, die manche Leute erzählen, einfach absolut genial. Und ich finde es richtig gut, dass YouTube halt die Möglichkeit gibt, auch eigene Filme online zu stellen. Und das mache ich ja auch, wie ihr seht, jetzt schon seit einiger Zeit. Was mir bei allen Sachen sehr wichtig ist, ist, dass sie zu 100% ehrlich sind und deswegen kommt auch alles zu 100% von mir. Sprich, ich mache alles, was ihr hier seht, komplett selbst. Das geht von der Ideenentwicklung bis zur Veröffentlichung. Also ich entwickle die Ideen, ich drehe die Sachen, ich erlebe die Sachen dann natürlich auch, ich schneide die Sachen und packe sie hier online. Und ich glaube, nur ich kann die Geschichten so erzählen, wie ich sie auch wirklich im Kopf habe. Das jemand anders machen zu lassen, ist halt einfach super, super schwierig, weil jeder dann doch vielleicht nochmal hier und da eine andere Interpretation hat. Und mir ist es total wichtig, dass die Sachen so bei euch ankommen, wie ich es mir denke und nicht irgendwie verfälscht oder aus einer anderen Sicht oder wie auch immer. Es bedeutet natürlich hier und da auch echt super viel Arbeit für mich, aber das mache ich super gern und bin dabei halt auch einfach glücklich. Das hatten wir ja vorhin schon, das ganze Thema. Aber mal zum Verständnis. Island waren jetzt 3 Episoden und das hat auch einfach 3 Wochen Schnitt bedeutet. Also ein bisschen was zu tun ist dann da doch. Ich hoffe allerdings, dass ich damit Mehrwert ins Internet gebe und versuche auch jedes Video, das ich online stelle, unter 3 Punkte zu packen. Jedes Video soll eigentlich diese 3 Kriterien erfüllen. Es soll motivieren, inspirieren und informieren und ich hoffe natürlich, dass ich das halbwegs gut schaffe. Denn, wie gerade schon gesagt, ich glaube, im Internet ist genug Müll und ich hoffe halt, dass ich mit meinen Videos nicht noch mehr Müll ins Internet gebe. Damit kommen wir jetzt schlussendlich zu euch. Dass ich nicht nur Käse, nicht nur Müll ins Internet gebe, das lasst ihr mich tagtäglich spüren und das feiere ich einfach. Es kommen so viele positive Kommentare, so viel Daumen nach oben und so viel super, super nette Nachrichten. Das begeistert mich absolut und zeigt mir auch irgendwie, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Wir helfen uns hier gegenseitig, wir motivieren uns gegenseitig, wir unterstützen uns gegenseitig und das sollten wir genauso weitermachen.
Und dass ihr eine so starke, so gute Community seid, das merke nicht nur ich, das merken tatsächlich auch Partner dieses Kanals. Ein Partner, der das gemerkt hat, ist diese Marke hier. Das ist die Marke SkinFit. Und SkinFit ist proaktiv auf mich zugekommen, hat gesagt, pass auf Basti, deine Community, die sind alle richtig, richtig cool, dem wollen wir was Gutes tun, deswegen verlosen wir oder wir geben dir die Chance, ein komplettes Bike-Outfit zu verlosen und genau das machen wir jetzt. Ihr habt die Chance, ein komplettes Bike-Outfit im Wert von 350 Euro zu gewinnen. Ganz wichtig aber noch, SkinFit hat direkt gesagt, wir haben keinen Bock auf Verlierer. Deswegen gibt es für alle die, die eben kein Bike-Outfit gewinnen, noch eine Überraschung im Wert von ca. 20 Euro. Wie könnt ihr jetzt an dieser ganzen Sache teilnehmen? Super einfach. Natürlich müsst ihr diesen Kanal abonnieren. Dann gerne einen Kommentar unten reinschreiben. Hier sei euer Kreativität freien Lauf gelassen. Packt immer rein, was immer ihr wollt. Und dann ist unten in der Beschreibung noch ein Link. Da müsst ihr draufklicken. Der führt euch auf die Seite von SkinFit. Und da müsst ihr euch in diesen Lostopf eintragen. Eben kurz Name und E-Mail-Adresse rein. Und zack, schon seid ihr mit dabei. Ich drücke euch allen die Daumen und wie gesagt, ich finde es auch super gut, dass SkinFit gesagt hat, Verlierer wird es hier nicht geben. Es gibt nicht nur, der eine kriegt was und die anderen kriegen nichts. Jeder bekommt auf jeden Fall was. Meine Mission hier auf YouTube ist für mich sehr klar. Ich möchte euch motivieren, rauszugehen, denn auch mir tut das einfach richtig, richtig gut. Vergesst das Handy, legt das Scheißteil beiseite, lebt im Moment, macht ein Abenteuer, verkopft die Sachen nicht, macht Sport, tut dann mit eurem Körper was Gutes, trefft Freunde, habt mit denen lustigen, verrückten, witzigen Abend. Macht einfach Sachen, die euch glücklich machen und fragt euch auch immer wieder, ist das gerade sinnvoll, was ich eigentlich mache? Wenn es das nämlich überhaupt nicht ist und wenn ihr überhaupt nicht glücklich seid, dann ist es vielleicht an der Zeit, etwas zu verändern. Und denkt immer dran, mit Disziplin und Willenskraft ist richtig viel möglich für jeden von uns. Das soll es gewesen sein. Ciao, bis zum nächsten Video.